In Magdeburg-Neustadt an der Zielitzer Straße entsteht eine neue Sporthalle. Ende April war es Zeit für das Richtfest, zu dem auch die Oberbürgermeisterin kam. Nach rund fünf Monaten Bauzeit sind die Arbeiten an Rohbau und Dachstuhl weitestgehend abgeschlossen. Geplant ist, dass der Bau im ersten Quartal des Jahres 2025 fertig sein soll. Oberbürgermeisterin Simone Boris betonte, wie nötig die Sportstätte sei. Zum einen soll der Bau als Schulsporthalle für die Gemeinschaftsschule Gottfried Wilhelm Leibniz dienen. Aber auch um das Sportangebot der IGS Regine Hildebrand zu erweitern, ist die Halle wichtig. Nach, einem europaweiten, nach einer europaweiten Ausschreibung der Bauleistungen hatte die Landeshauptstadt 2023 das regional ansässige Bieterkonsortium der Unternehmen Industriebau, Werdig-Rode und Wilhelm Wallbrecht als Generalunternehmer beauftragt. Der städtische Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement übernahm die Bauherrnfunktion. Für die Realisierung des Projektes investiert die Landeshauptstadt einschließlich Planungskosten 7,23 Millionen Euro aus Eigenmitteln. Im Sinne des Klimaschutzes erhält das Dach eine Photovoltaikanlage zum Decken des Eigenstrombedarfs. Der Umkleidetrakt erhält eine extensive Dachbegrünung. Die Halle können zum einen bis zu drei Schulklassen gleichzeitig nutzen. Außerhalb der Schulzeiten können Sportvereine das Gebäude für den Trainingswettkampf und Punktspielbetrieb verwenden. Das verbessert sowohl den Schulsport als auch den Breitensport im Stadtteil Neustadt. Das neue Gebäude ersetzt eine bereits abgerissene Sporthalle am Schulstandort in der Pablo Neruda Straße. Die neue Halle entsteht zwischen der Klosterwohnung und der Zielezer Straße auf einem bislang weitgehend ungenutzten Teil der Vereinssportstätte des TUS 1860 Magdeburg-Neustadt. Der Standort ist rund 700 Meter vom Schulstandort entfernt.